Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Menschen haben ihre Würde und Arbeit hat ihren Preis. Und der liegt bei mindestens 12 Euro pro Stunde. Ich weiß nicht, wie oft wir Linken innerhalb und außerhalb des Parlaments schon darauf hingewiesen haben, dass ein Mindestlohn von 12 Euro zu niedrig ist. Aber Wiederholung ist ja ein probates Mittel für effizientes Lernen. Und offensichtlich hat es gewirkt. Denn sowohl sowohl Minister Scholz als auch Minister Heil sprechen sich mittlerweile für einen Mindestlohn von 12 Euro aus. Zu diesem Lernerfolg, liebe SPD, haben wir sehr gerne beigetragen. Aber im Ernst, von reinen Lippenbekenntnissen haben wir nichts. Es geht darum, ob Menschen von ihrer Arbeit leben können. Gestern schrieb mir eine alleinerziehende Mutter, vollzeitbeschäftigt, 1.600 Euro Bruttoeinkommen. Als alleinerziehende Mutter mit einer 17-jährigen Tochter und den monatlichen Grundkosten für Miete und Nebenkosten, die bei rund 800 Euro liegen, ist es unmöglich, ein halbwegs sorgenfreies Leben zu führen. Diese Beschäftigten, meine Damen und Herren, schuften den ganzen Tag und können sich die Erhöhungen der Mieten nicht mehr leisten. Sie können sich nicht leisten, ihre Kinder auf eine Klassenfahrt zu schicken. Und sie können sich keine neue Waschmaschine kaufen, wenn die alte kaputt ist. Der aktuelle Mindestlohn ist ein Armutslohn. Und nächstes Jahr soll dieser Armutslohn auf Empfehlung der Mindestlohnkommission, da sage ich gleich noch was dazu, um 37 Cent erhöht werden. Das ist nicht mehr als ein schlechter Witz. Auch deswegen, weil mittlerweile jede und jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte zum Niedriglohn arbeitet. Und eine Ursache dafür ist dieses unsägliche Hartz-IV-System, was Druck auf die Menschen und die Löhne ausübt. Deswegen gehört Hartz-IV abgeschafft. Millionen Menschen müssen neben ihrem Vollzeitjob noch einen Nebenjob nachgehen, weil sie ansonsten nicht über die Runden kommen, oder müssen aufstocken. Das ist eine Demütigung für diese Menschen. Und der aktuelle Mindestlohn, der ist darauf hingewiesen worden, schützt auch nicht vor Altersarmut. 12,63 Euro wären notwendig, damit jemand im Alter nicht aufs Amt muss. Das ist nicht meine Zahl, sondern ich bleibe dabei, das ist eine Zahl aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und jetzt komme ich zurück zur Mindestlohnkommission. Diese gibt ja die Empfehlungen ab zur Erhöhung des Mindestlohns. Aber sie muss sich an die durchschnittlichen Tarifsteigerungen messen. Muss sie schon. Das Problem und der Webfehler dieses ganzen Konstrukts ist aber, dass der Mindestlohn von Anfang an, seit seiner Einführung, zu gering bemessen war. Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, deswegen muss der Mindestlohn jetzt und zumindest einmalig auf ein ordentliches Niveau angehoben werden. Dann machen auch künftig die Empfehlungen der Mindestlohnkommission wieder Sinn. Und ich habe es ja wieder vernommen, das übliche Getöse der FDP, dass wir einen politischen Lohn festlegen wollen und in die Tarifautonomie eingreifen wollen. Ihre Argumente waren bei der Einführung des Mindestlohns schon die gleichen und sie waren damals schon falsch. Hören Sie doch endlich auf, der Arbeitgeberlobby nach dem Mund zu reden. Die Linke ist hier nur ein Korrektiv für eine Situation, die Politik erst herbeigeführt hat. Jahrelang hat eine Regierung nach der anderen den Sozialstaat zerschlagen, die Sozialversicherungssysteme zerlegt und damit die Gewerkschaften geschwächt. Mittlerweile fällt gerade mal noch jeder Zweite unter die Tarifbindung und den Schutz eines Tarifvertrages. Und es gibt bislang keine Antwort der Bundesregierung darauf. Es ist bis jetzt nichts unternommen worden, um die Tarifbindung gesetzlich zu stärken. Und wenn Gewerkschaften keinen flächendeckenden Schutz mehr hinbekommen, dann muss eine gesetzliche Lohnuntergrenze her. Und der Gesetzgeber muss im Übrigen auch bei den Kontrollen zum Mindestlohn handeln. Zig Unternehmen zahlen den Mindestlohn gar nicht erst. Wie kann es denn sein, dass die Bundesregierung zulässt, dass 2 Millionen Menschen um ihren Mindestlohn betrogen werden? Wenn Unternehmen im Schnitt nur alle 44 Jahre, hören Sie zu, alle 44 Jahre einer Kontrolle unterzogen werden, dann ist es die politische Einladung zur Lohndrückerei und zur Lohnraub. Stopp!
Stocken Sie endlich das Personal der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf und erhöhen die Mindestlohnkontrollen. Es reicht nicht aus, und Sie haben auch die Zeit wieder verschlafen, also zu spät reagiert. Wir sind eine Arbeitsgesellschaft, und um den sozialen Frieden zu bewahren, müssen Beschäftigte auch von ihrer Hände Arbeit leben können. Und wenn es Ihnen ernst ist mit sozialer Gerechtigkeit, dann stimmen Sie jetzt unseren Anträgen zu. Jetzt einen Mindestlohn von 12 Euro, die Abschaffung der Ausnahmeregelungen und wirksame Kontrollen für Mindestlöhne. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Grüne hat das Wort die Kollegin Beate Müller-Gemmecke. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Minister.